Das soll ja sowas von gut sein für die Haut. Ein Bad in Milch. Das wussten ja schon die alten Ägypter, zum Beispiel Kleopatra, die altägyptische berühmte Nase, die hat ja mal in Eselsmilch gebadet. Kann sich natürlich kein Mensch leisten. Das hier ist Kuhmilch, mehr kann der BR nicht zahlen. Und Kuhmilch ist ja derzeit so sensationell billig. Also der Kuhmilchpreis ist ja gefallen wie die Aktie einer Hypothekenbank. Sehr zum Leidwesen natürlich der Milchbauern. Weil die haben das ganze Jahr ja dafür gestritten, dass sie endlich faire Preise bezahlt bekommen. Und eine Zeit lang sah es tatsächlich so aus, als könnten sie von ihrem Business auch leben. Jetzt sind die Milchbauern natürlich wieder verzweifelt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, vielleicht ist die billige Milch dann wenigstens für uns Konsumenten gut. Nun, wie es ausschaut, eher im Gegenteil. Ein martialischer Brauch lebt wieder auf in Bayern. Rußdorf bei Passau. Die Haberer sind unterwegs. Wie früher wollen sie einen aus ihrem Dorf öffentlich anprangern. Gerhard Sonnleitner. Ihn machen sie verantwortlich für das Scheitern der Milchquote. Und das hier ist erst der Anfang. Am Samstag werden Hunderte nach Rußdorf kommen. Wir beleben den alten Brauch wieder. Wir lassen bei uns das nicht länger gefallen, dass wir nur verarscht werden und so quasi aus Deppen der Nation hingestellt werden. Zuerst ist der Milchgipfel, da wird alles so quasi in trockene Tücher wird alles beschlossen und dann ist das Wortbruch. Das ist Wortbruch. Das ist Wortbruch in seiner höchsten Form. Viele bayerische Landwirte wie Erwin Schneiderbauer fühlen sich von ihrem Funktionär Sonnleitner verraten. Beim Milchgipfel im Sommer hatte der Bauernpräsident zusammen mit Horst Seehofer zugesagt, ihnen zu helfen. Kurzfristig bekamen sie tatsächlich über 40 Cent pro Liter. Doch jetzt liegt der Milchpreis wieder bei 32 Cent. Tendenz fallend. Auf alle Fälle wird dies mit den Handelsmarken so geregelt, dass wir austauschbar sind, weltweit. Milch ist Milch. Und Bauer ist Bauer, egal wo er ist. Hauptsache es wird Kohle gemacht im Verkauf und wir bleiben auf der Strecke. Auf dem Land lassen sich die Folgen des Preiskampfes besichtigen. Immer mehr Landwirte geben ihre Höfe auf. Vielen Molkereien und Discountern scheint es egal zu sein, woher ihre Milch kommt. Geht das so weiter, ist der Berufsstand der Milchbauern in Bayern ein Auslaufmodell. In diesem Weiler bei Passau hat Erwin Schneiderbauer seinen Beruf gelernt. Heute hat seine Tochter Anna hier keine Zukunft. Früher war das einmal ein Dorf mit 5 Bauernhöfen. Und jetzt wird keiner mehr bewirtschaftet. Da ist alles tot. Doch am Ende des Preiskampfes werden nicht nur die Bauern die Verlierer sein, auch die Verbraucher. Die könnten sich eigentlich freuen, weil die Milch billiger wird. Doch Experten wissen, Geiz ist geil, geht nur mit Turbokühen und Billigkraftfutter. Und das heißt, wir sind dabei, eines unserer wertvollsten Lebensmittel zu ruinieren. Die kleinen Bauern müssen aufgeben. Die Milch kommt nicht mehr vom Grünland, von blühenden Wiesen. Die Kühe stehen nicht mehr auf der Weide, sondern es wird jetzt gentechnisch verändertes Soja eingesetzt, um Milch zu produzieren. Und die Verbraucher sind auch Leidtragende, weil nämlich die Milchqualität dann leidet. Dass Milch eben nicht gleich Milch ist, bestätigt auch eine Untersuchung der Universität Weihenstephan. In diesem Labor erforscht Dr. Daniel Weiß seit Jahren, wie stark das Futter die Qualität der Milch beeinflusst. Und seine Ergebnisse könnten für die bayerischen Milchbauern die Vermarktungschancen der Zukunft deutlich verbessern. Wasser und Gras, neues Reinheitsgebot für die Kuh, das ist alles, was die Kuh braucht. Wir haben mit einer Grasfütterung deutlich höhere Gehalte an wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Plakativ gesprochen, Gras könnte eine Lösung für unser Milchproblem sein. Wenn die Bauern mehr Gras füttern würden, hätten wir zwar etwas weniger Milch, aber dafür eine höhere Qualität. Grünfutter statt Gensoja, Klasse statt Masse. Die Bauern beginnen, ihre Chance zu erkennen und vermarkten ihre Milch selbst. Und sie hoffen, mit dem Argument der gesünderen Milch auch bessere Preise zu erzielen. Wenn der Verbraucher beispielsweise eine bayerische Bauernmilch kauft, wo er sicher sein kann, dass bayerische Milch in der Tüte ist, dann fördert der Verbraucher die Landwirtschaft in seiner Region. Der Verbraucher kann und ich finde, der Verbraucher muss Farbe bekennen. Die Wahl am Regal entscheidet am Ende, was die Discounter in ihre Läden stellen. Wer das Lebensmittel Milch nicht den Spekulanten an den Warenterminbörsen überlassen will, der kann also doch Einfluss nehmen. Glückliche Kühe und eine gute Milch aus saftigen Wiesen. Dafür setzt sich auch der Kabarettist und Sohn eines Bauern, Ottfried Fischer, ein.
Er weiß, dass Billigmilch und Höfesterben uns alle am Ende teuer zu stehen kommen. Liebe Verbraucher, die ihr nicht vom Lande seid, so eine Kuh, muss man sich vorstellen, ist eine wunderbare Mischmaschine. Gras und Wasser mischen sich zu einer wunderbaren Milch. Die kann aber nur gut sein, wenn Gras und Wasser gut sind, wenn der Bauer nicht gezwungen ist, weil er arm ist, dass er genmanipuliertes Zeug verfüttern muss. Deswegen helft mit, seid bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen für diesen kostbaren Rohstoff, denn sonst sehe ich schwarz für die Milch. Die hat recht. Wenn wir mit unseren Steuergeldern schon das marode Bankensystem retten müssen, dann retten wir doch auch das bayerische Postkartenidyll mit Bauernhof und Kühen, indem wir die Billigmilch in den Regalen stehlen lassen.